Ich weiß, unter der Hamas, die die letzten Wahlen gewonnen hat, wurden als Reaktion auf die Isolierung und die Blockade der Menschen im Gazastreifen Raketen gegen israelische Städte abgefeuert. Selbstverständlich halte ich den Terrorismus für inakzeptabel. Aber ist es wirklich realistisch zu erwarten, dass ein mit unendlich überlegenen militärischen Mitteln besetzt gehaltenes Volk gewaltlos reagiert? Nützt es der Hamas, Raketen auf Sderot abzufeuern? Gewiss nicht. Es ist der Sache der Hamas abträglich, aber angesichts der Verzweiflung der Menschen im Gazastreifen leider verständlich. In der Verzweiflung ist Gewalt ein bedauerlicher Kurzschluss zur Beendigung einer für die Betroffenen unerträglichen Situation. So gesehen ist Terrorismus eine Erscheinungsform von Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Dieses Negativwort beinhaltet aber die Hoffnung. Die Hoffnungslosigkeit ist die Negation der Hoffnung. So verständlich, fast naturgemäß sie ist, kann man sie dennoch nicht akzeptieren, denn aus ihr kommt nichts, was eventuell wieder Hoffnung sprießen ließe. Wir müssen den Weg der Gewaltlosigkeit gehen lernen. Die Zukunft gehört der Gewaltlosigkeit und der Versöhnung der Kulturen. Davon bin ich überzeugt. Das wird die nächste Etappe der Menschheit sein. Man kann, hier stimme ich mit Sartre überein, die Bombenwerfer nicht entschuldigen, aber verstehen. Sartre schrieb 1947, Zitat: Ich gebe zu, dass Gewalt, in welcher Form sie sich auch immer äußert, ein Scheitern ist. Aber es ist ein unvermeidbares Scheitern, weil wir in einer Welt der Gewalt leben. Und wenn es wahr ist, dass der Rückgriff auf Gewalt gegen Gewalt sie zu verewigen droht, so ist auch wahr, dass sie das einzige Mittel ist, sie enden zu lassen. Zitat Ende. Dem füge ich hinzu, ein noch besseres Mittel gegen Gewalt ist Gewaltlosigkeit. Es geht nicht an, nach Sartres Beispiel im Namen des von ihm postulierten Prinzips, Terroristen zu unterstützen, sei es während des Algerienkrieges oder 1972 beim Attentat gegen israelische Athleten während der Münchner Olympischen Spiele. Damit kommt man nicht weiter, und Sartre selbst hat sich am Ende seines Lebens gefragt, welchen Sinn Terrorismus habe und seine Berechtigung bezweifelt. Gewalt wirkt nicht, ist eine wichtigere Erkenntnis, als zu wissen, ob ihre Vollstrecker zu verurteilen sind oder nicht. Terrorismus wirkt nicht. Wirksamkeit setzt gewaltlose Hoffnung voraus. Gewalttätige Hoffnung kommt allenfalls in der Dichtung Gilhomme Apollinaires vor. Zitat: Wie brutal doch die Hoffnung ist. Zitat Ende. Aber nicht in der Politik. Im März 1980, 3 Wochen vor seinem Tod, erklärte Sartre, Zitat: Man muss zu erklären versuchen, warum die gegenwärtige Welt, die schrecklich ist, nur ein Augenblick im langen geschichtlichen Ablauf ist, dass die Hoffnung immer schon eine der großen Triebfedern der Revolutionen und Aufstände war, und wie sehr spüre ich noch, dass die Hoffnung meine Vorstellung von der Zukunft ist. Zitat Ende. Wir müssen begreifen, dass Gewalt von Hoffnung nichts wissen will. Die Hoffnung ist ihr vorzuziehen, die Hoffnung auf Gewaltlosigkeit. Das ist der Weg, den wir einschlagen müssen. Wenn es gelingt, dass Unterdrücker und Unterdrückte über das Ende der Unterdrückung verhandeln, wird keine terroristische Gewalt mehr erforderlich sein. Deshalb darf man nicht zulassen, dass sich zu viel Hass aufstaut. Die Botschaft eines Mandela, eines Martin Luther King, ist ein Credo jenseits einer Welt ideologischer Konfrontation und eroberungswütiger Totalitaristen. Es ist eine Botschaft der Hoffnung, dass die Gesellschaften unserer Zeit Konflikte durch gegenseitiges Verständnis in wachsamer Geduld werden lösen können. Auf der Grundlage unabdingbarer Rechte, deren Verletzung von welcher Seite auch immer unsere Empörung auslösen muss. Für einen Aufstand in Friedfertigkeit. Ich habe, nicht als einziger, bemerkt, wie die israelische Regierung reagiert, wenn die Bürger von Berlin in jedem Freitag gewaltlos, ohne Steine zu werfen, an die Mauer gehen, die der Gegenstand ihres Protests ist. Die israelischen Behörden haben diesen Marsch als, Zitat, gewaltlosen Terrorismus charakterisiert. Nicht schlecht. Um Gewaltlosigkeit terroristisch zu nennen, muss man schon in der Lage der Israelis sein. Und vor allem muss einen die Wirksamkeit der Gewaltlosigkeit irritieren, die darauf setzt, von allen Gegnern von Unterdrückung in der Welt verstanden und unterstützt zu werden.
Das im Westen herrschende materialistische Maximierungsdenken hat die Welt in eine Krise gestürzt, aus der wir uns befreien müssen. Wir müssen radikal mit dem Rausch des immer noch mehr brechen, in dem die Finanzwelt, aber auch Wissenschaft und Technik die Flucht nach vorne angetreten haben. Es ist höchste Zeit, dass Ethik, Gerechtigkeit, nachhaltiges Gleichgewicht unsere Anliegen werden. Denn uns drohen schwerste Gefahren, die dem Abenteuer Mensch auf einem für uns unbewohnbar werdenden Planeten ein Ende setzen könnten. Immerhin haben wir aber seit 1948 auch bedeutende Fortschritte erzielt und erlebt. Das Ende der Kolonialherrschaft und der Apartheid, den Untergang des Sowjetreichs, den Fall der Berliner Mauer. Dagegen hat das erste Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts einen Rückschritt gebracht. Als Gründe dafür sehe ich unter anderem die Präsidentschaft von George Bush, die Anschläge vom 11. September und die verheerende Reaktion der Vereinigten Staaten mit ihrer militärischen Irak-Intervention. Wir erleben diese Wirtschaftskrise, haben uns aber trotzdem nicht stärker für eine neue Entwicklungspolitik eingesetzt. Der Klimagipfel in Kopenhagen brachte uns keine diesen Namen verdienende Politik zur Bewahrung unseres Planeten. Nun sind wir an einer Schwelle angelangt. Hinter uns die herben Enttäuschungen des ersten Jahrzehnts, vor uns die Möglichkeiten der kommenden Dezennien. Aber wir müssen hoffen, immerzu hoffen. Die 90er Jahre hatten große Fortschritte gebracht. Die UNO-Konferenzen von Rio 1992 über die Umwelt und von Peking 1995 über die Lage der Frauen. Im September 2000 auf Initiative des UNO-Generalsekretärs Kofi Annan die Erklärung der 191 Mitgliedsländer über 8 Millenniums-Entwicklungsziele. Eines der wichtigsten, die Halbierung der Armut in der Welt bis 2015. Zu meinem großen Bedauern haben bisher weder Obama noch die Europäische Union sich geäußert, welchen Beitrag zu einer konstruktiven, auf den Grundwerten beruhenden Entwicklungsphase sie zu leisten gedenken. Wie soll ich diesen Aufruf zur Empörung beschließen? Indem ich noch einmal daran erinnere, was wir, die Veteranen der Résistance und der Kampfverbände des Freien Frankreich aus den Jahren 1940 bis 1945, am 8. März 2004 anlässlich des 60. Jahrestages der Verkündung des Programms des Nationalen Widerstandsrates sagten, Zitat: Der Narzissmus ist besiegt worden dank dem Opfer unserer Brüder und Schwestern in der Résistance und der im Kampf gegen die faschistische Barbarei verbündeten Nationen. Doch die Bedrohung ist nicht vollständig gebannt und unser Zorn über die Ungerechtigkeit ist nicht gewichen. Zitat Ende. Nein, die Bedrohung ist nicht ganz gebannt. Und so rufen wir weiterhin auf zu, Zitat, einem wirklichen, friedlichen Aufstand gegen die Massenkommunikationsmittel, die unserer Jugend keine andere Perspektive bieten als den Massenkonsum, die Verachtung der Schwächsten und der Kultur, den allgemeinen Gedächtnisschwund und die maßlose Konkurrenz aller gegen alle, Zitat Ende. Den Männern und Frauen, die das 21. Jahrhundert gestalten werden, rufe ich aus ganzem Herzen und in voller Überzeugung zu: Neues Schaffen heißt Widerstand leisten. Widerstand leisten heißt Neues Schaffen.